So, als nächstes möchte ich dir gerne zeigen, wie du deinen Content auf Facebook vernünftig posten sollst, damit die Leute auch auf deine Webseite kommen. Dass du auf jeden Fall verhindern sollst, den Link von YouTube einzufügen und die anderen Fehler, die auch noch so gemacht werden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dem folgenden Video. Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Videograf und Gründer von VideoDo. Also das Ziel von Social Media Marketing ist es ja, deine Leute hier, also die Besucher von Social Media Seiten, Netzwerken auf deine Webseite zu lenken. Ich möchte dir mal kurz zeigen, wie das Ganze bei Facebook funktioniert und was es da so für Unterschiede gibt. Du kannst zum Beispiel jetzt einfach hier in der Maske Text eingeben und zum Beispiel Media Marketing, Fragezeichen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, das ist so jetzt erstmal, das ist zum Neugierde, um was geht das eigentlich, wie funktioniert das eigentlich, wenn dich das interessiert, dann kannst du ja zum Beispiel hier klicken. Das wäre jetzt sehr, sehr einfach, das wäre jetzt einfach die Call to Action dazu. Dann könnte ich jetzt hier oben zu meinem Beitrag gehen, den Link nehmen, den kopieren und den hier einfügen. Jetzt wird die Seite gescrollt und es wird geguckt, ob da irgendwo Inhalte sind und Informationen in der Textdatei. Und warum der das jetzt hier so anzeigt, obwohl hier das Video ist, das heißt, das Bild ist ja eigentlich bei YouTube hinterlegt, das zeige ich dir auch kurz. Und zwar, wenn ich hier auf den Beitrag bearbeiten gehe, habe ich hier das Plugin Yoast SEO installiert und dahinter habe ich über Social, über Facebook auch nochmal, was ist Social Media Marketing, in dieser Größe 1200x360 Pixel nochmal das Bild hinterlegt, was du genau jetzt hier siehst. Darum zeigt er das jetzt hier so an. Da siehst du oben die Überschrift und hier unten ist der kleine Text, das ist genau das, was hier jetzt drin steht. Darum zeigt er das jetzt so genau an. Das sieht jetzt aber ein bisschen doof aus mit dieser URL. Darum kannst du jetzt ruhig diese URL wieder weglöschen und der Beitrag bleibt trotzdem noch da. Das Ganze könnte ich jetzt posten und dann könnte ich sogar noch wählen, wo das Ganze zu sehen sein soll. Da, öffentlich, nicht öffentlich, privat, nur an Freunde. Ich poste das Ganze mal, um dir das jetzt einmal kurz zu zeigen. Wird jetzt hochgeladen. Und jetzt ist hier das Bild. Das ist natürlich sehr, sehr unspektakulär und ich glaube auch nicht, dass wirklich irgendwelche Leute oder viele Leute, da oben sieht man das jetzt in meiner Story, wirklich anklicken werden. Was am besten funktioniert, ist immer das bewegte Bild. Also ein Video funktioniert immer besser als ein langweiliges Foto. Es sieht zwar schon ganz gut aus. Da ist jetzt nochmal extra das gekürzte Video für Facebook. Gehe auf Öffnen und jetzt lädt er mir das Ganze auch hoch. Beim Video ist natürlich jetzt der Unterschied. Er lädt jetzt hier komplett das Video hoch. Was die meisten machen und was die meisten falsch machen, erzähle ich dir auch gleich. Ich möchte dir erst einmal zeigen, wie es richtig geht. Dauert jetzt einen Moment. Und jetzt fängt Facebook an, das Ganze hier zu berechnen und so weiter und so fort. Jetzt könnte ich das so hochladen und posten und hier nochmal den Link zuschreiben. So könnte ich das machen. Was ich dir aber auf jeden Fall empfehlen würde, so würde ich das jetzt auf jeden Fall nicht machen, wäre, du gehst auf deine Seite und zwar gehe ich hier auf Videos. Ja, Seite verlassen. Und kann jetzt hier in dem Bereich ein Video hochladen. Und jetzt habe ich hier eine ganz andere Maske. Ich kann hier viel detaillierter eingeben, was ich gerne haben möchte. Und zwar, ich kann hier einen Titel eingeben. Ich kann hier sogar noch Text vergeben und wieder die Call to Action, also die Handlungsaufforderung. So, jetzt kann ich hier nochmal den Link eingeben, hier den Link eingeben und einfügen. Das Beitragsbild, ja, müssen wir dann nochmal ändern. Dann machen wir hier auch nochmal Social Media. Social Media Marketing. Facebook sagt auch ganz klar, wenn ich jetzt Videos hochladen möchte, die dann über die ganz normale Suche bei Facebook wieder angezeigt werden, müssten diese Videos über eine Länge von 3 Minuten haben. Aber dazu später mehr. Also, Miniaturbild. Ich hatte das zwar schon ausgewählt, aber das hat er dann irgendwie nicht genommen. Dann nehmen wir das. Genau, da hat das.
Dann das Videobild auswählen brauchen wir nicht. Untertitel kann ich hier auch selber selektieren. Ich kann sogar, jetzt gehen wir mal hier Deutsch ein. Ich kann sogar neben dem das automatisch generieren lassen. Das ist auch ziemlich cool, dass er mir automatisch den Text anzeigt. Ich zeige dir einmal kurz, nee, er will dann hier diese Seite verlassen. Ich bleibe jetzt mal drauf. Und es werden Untertitel aus Deutsch erstellt. Das heißt, das macht er jetzt ganz automatisch. Das ist richtig cool, finde ich. Also der erkennt automatisch das Gesprochene und setzt das jetzt als Text um. Und jetzt hat er schon generiert. Jetzt können wir uns das Ganze einmal anschauen. Und jetzt sehe ich genau hier, was der hier gesprochen hat. Also. Social Media Marketing auf Deutsch. Wie du dein Unternehmen oder deine Dienstleistung auf sozialen Plattformen bekannt machen solltest, um mehr Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Videograf und Gründer von Videodo. Video Es gibt durch. so viele Netzwerke, aber welches ist. Okay, Video durch. Jetzt kann ich das zum Beispiel auch hier, wenn mir was aufgefallen ist. Ich bin ja nicht von Video durch, ich, sondern ich bin ja von Video du. Wo habe ich jetzt den Text gehabt? Oh, soziale Netze. Kann ich hier nämlich schön durchscrollen, was ich da gerne. Gründer von Video Gründer durch. von Video. Genau, jetzt kann Die ich hier Gründer das von Video. Video du ändern. Video du. Es gibt so viele Netzwerke, aber. Kann ich mal speichern. Seite bleiben soll. Jetzt können wir noch mal gucken, ob es jetzt genommen hat. Also Gründer von Videodo. Genau, wunderbar. Jetzt kann ich hier mir auch das weiter angucken. Welches ist das Wichtigste? Ich lasse das jetzt einfach mal so drin, sonst ist das ein bisschen zu langweilig. Und auf dieser Seite bleiben natürlich. So, Standardsprache ist natürlich. Auf dieser Seite bleiben Deutsch. Wieso will der mich immer von der Seite? Nein. Wir bleiben jetzt. Umfrage kann ich am Schluss von dem Video. Macht natürlich auch Sinn. Nein, ich möchte das ja ziemlich am Ende haben. Darum mache ich das Ganze hierhin. Genau. So, Umfrage ist drinne. Untertitel ist drinne. 360 Grad haben wir nicht. Tracking. Ja, hier könnte ich jetzt nochmal Video Du einfach eingeben. Als Tipps zum Beispiel. Und dann kann ich es universal, dass ich selber nochmal finden kann unter meinem eigenen Label. Ist hier auch nochmal kurz erklärt, wie das funktioniert. Klicke hier auf Weiter. Und jetzt kann ich mir überlegen, ist das eine Premiere? Soll das jetzt veröffentlicht werden? Wo soll das veröffentlicht werden? Spenden-Button, ja genau. Und einfach auf Veröffentlichen klicken. So, wie du siehst, kann man jetzt das Video hier sehen. Es spielt automatisch ab, obwohl ich es mir noch gar nicht aktiv angucke. Der Ton ist natürlich auf Stumm geschaltet. Manche machen zum Beispiel auch, dass da so ein Button blinkt, hier wird der Ton an und so. Aber es sieht schon viel, viel besser aus, wenn sich das hier alles bewegt. Und das spricht viel, viel mehr an, als wenn du einfach ein normales Foto hast. Das, was dir cool gleich angezeigt wird, hier erreichte Personen, Interaktionen und was so passiert ist. Das vorige Video, was ich gezeigt habe, konnte ich nicht hochladen, weil ich genau das gleiche Video ja schon hochgeladen hatte. Das hat Facebook erkannt und dadurch ist der Download abgebrochen. Also du kannst nicht das gleiche, exakte Video nochmal hochladen. Das funktioniert also nicht. Videos hochladen ist immer besser. Es gibt ja die Version, du kannst entweder einen Text schreiben, du kannst, um Leute auf deiner Webseite zu führen, du kannst ein Foto machen oder ein Video. Ich würde dir immer dazu raten, ein Video zu nehmen. Weil du mit Videos einfach durch dieses bewegte Bild hier, du Du siehst es kannst dich schon, mit deinen. durch das bewegte Bild hier hat viel mehr Aufmerksamkeit. Was auch Sinn macht, ist ein anderes Format zu wählen. Das ist hier ein normales Format 16 zu 9. Was viele Videoleute machen, das ist ein 1 zu 1 Format oder ein komplettes Hochkantformat. Die meisten Leute schauen sich Facebook ja normal im Verlauf auf dem Handy an. Deswegen dazu aber später mehr. Das zeige ich dir nochmal genau in der Video-Ads-Reihe, wie das Ganze funktioniert. Ich wollte dir aber noch zeigen, was du auf keinen Fall machen solltest und was viele aber machen, was ich bei vielen sehe. Die haben zum Beispiel jetzt ein Video und möchten das Video gerne von YouTube einfach auf Facebook laden, beziehungsweise das verlinken. Dann gehen die hier auf Teilen, nehmen diesen Link, kopieren den. Man kann den auch hier direkt da kopieren bei Facebook und kann den hier dann eingeben.
Und das Ganze wird auch schon angezeigt über YouTube. Das Problem ist aber, du siehst schon im Verlauf, ist es auch wieder nur ein Foto. Es ist kein Bewegtbild. Es kann auch sein, dass der Algorithmus irgendwann so angepasst wird, dass es ein Bewegtbild ist. Aber Facebook verlinkt diesen Link nochmal neu und gibt diesen Traffic gar nicht großartig frei an YouTube. Die haben das auch neu gemacht, dass du zum Beispiel gefragt hast, ja, willst du wirklich Facebook verlassen? Und YouTube hat es genauso gemacht, ja, willst du wirklich YouTube verlassen? Weil das beide schon schwere Konkurrenten sind, was Video angeht. Und deswegen solltest du immer separat nochmal das Video hochladen. Und ich habe jetzt bei dem YouTube-Kanal am Ende des Videos nochmal darauf hingewiesen, bitte hier meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und es ist ein ganz anderes Video, als ich das hier zum Beispiel für normal Facebook verwenden würde. Also mach das nicht. Nimm hier nicht diesen Link und nimm auch nicht diesen Vimeo-Link und lad ihn hier hoch, sondern lad das Video selber hoch und generiere dadurch, überzeuge die Leute und generiere dadurch den Traffic auf deine Webseite. Wenn den Leuten das gefällt und so, dann werden die sowieso mehr von dir erfahren wollen und kommen dann eh automatisch auf deine Webseite. Das war es so viel zu Facebook-Content hochladen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch von dir freuen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, bis dann. Dankeschön für deine Zeit. Den Link zu meinem kostenlosen Leitfaden findest du unten in der Videobeschreibung. Bevor es weitergeht, möchte ich dich kurz bitten, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Einfach hier klicken. Dankeschön.